Railjet Benutzer wissen auch, dass auch in der Gegenrichtung nicht nur alle möglichen Bahnhöfe unter der Strecke angefahren werden, sondern vor allem dann, wenn der Zug Richtung Ende sich Richtung Bregenz oder Richtung Feldkirch bewegt, dann eben sehr, sehr viele Bahnhöfe, sehr, sehr viele Halte, viel, viel mehr als in Niederösterreich oder in anderen Flächenbundesländern angefahren werden und der Zug am Feldkircher Bahnhof schon mal 7 Minuten Pufferzeit einplant. Auch das haben wir kürzlich berichtet. Brauchen die ÖBB diesen Tritt vors Schienbein, diesen Schuss vor den Bug? Könnte Haselsteiner das tatsächlich ernst meinen, dass so eine Verbindung in absehbarer Zeit kommt, oder ist das mehr, sind das Planspiele? Ich glaube, er meint das sicher ernst, weil er sozusagen auch schon darüber hinaus weiterdenkt, dass er sagt, Wien-Zürich verbinden über diese Achse. Ja, das ist ja dann nicht mehr sehr viel weiter von Bregenz. Und einfach davon auszugehen ist, wir bekommen jetzt eine ökosoziale Steuerreform. Das läuft offenbar darauf hinaus, dass Zertifikatehandel eingeführt wird. Also um das abzukürzen, dass alles, was mit Emissionen, mit CO2-Emissionen verbunden ist, teurer wird, dass Fliegen teurer wird, dass das Autofahren teurer wird, dass die Bahnattraktivität gewinnt. Haselsteiner sagt, Wien, München, das sind doch, schlag mich nicht, 400 Kilometer rund. Gesagt, da kann ich schon mit dem Zug, während ich ins Zentrum zu Zentrum muss, kann ich mit dem Zug schon schneller verbinden. Und die Bahn ist wirklich ein Zukunftsmodell, ja. Das feiert wieder eine Renaissance, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die ÖBB haben offensichtlich andere Prioritäten, beziehungsweise sind natürlich die ÖBB sozusagen auch immer Getriebene der Politik. Und da ist sicher das Problem, dass Vorarlberg nicht den Stellenwert hat für die Bundespolitik und Vorarlberg auch offenbar nie das Gewicht hat einbringen können. Ich erinnere mich vor 20 Jahren, als die FPÖ mit Jörg Haider sozusagen als Kärntner Landeshauptmann in die Bundesregierung gekommen ist, war das Teil der Koalitionsbedingungen von ihm, dass der Choralmtunnel gebaut wird. Ja, das hat Dimensionen. Das Geld, was dort verwendet wird, was er da sozusagen herausgeschlagen hat, das war einfach fast sozusagen ein politischer Deal. Da ist es nicht so sehr darum gegangen, braucht man das, ist das notwendig, sondern ein politischer Deal. Um das Geld könnte man die Arlbergbahn wahrscheinlich viergleisig ausbauen, ja, mit zusätzlichen Tunnels, ja. Also das geht schon darum zu sagen, was will man politisch, was kann man auch politisch erreichen? Und da fällt offenbar, ist Vorarlberg zu weit weg von Wien, wird ihm nicht der Bedeutung beigemessen.